Finish hat die Welt noch nicht gesehen. Anfang der 70er war die Formel 1 ein Zirkus. Spaß. Hinreißende Form. Jeder Junge wollte damals ein Grand Prix-Fahrer sein. Von den Fahrern über die Mechaniker bis zu den Frauen, die Kameradschaft war sehr stark. Sicherheit war noch kein Thema. Wichtigste Aufgabe der Konstrukteure war, das Auto schneller zu machen. Die Strecken hatten sich nicht verändert und die medizinische Versorgung auch nicht, aber die Autos waren fast doppelt so schnell. Ich sprang aus dem Wagen, versuchte seinen Gurt zu lösen und gab auf. Ich wusste, es ist zu spät. Die Autos waren rollende Bomben. Die FIA sagte nur, wenn euch die Rennen zu gefährlich sind, fahrt einfach langsamer. Ich konnte nicht glauben, dass ein Weltsport so gemanagt wird. Ich glaube, man hielt uns für Gladiatoren. Sie haben die Wirklichkeit nicht gesehen. Sie kannten die Fahrer ja nicht und auch nicht deren Familien. Ein Albtraum. Wir mussten gegen die Veranstalter richtig kämpfen. Die Öffentlichkeit will ihre Helden nicht im Fernsehen sterben sehen. Etwas musste getan werden. Die Einstellung änderte sich. Die Mechaniker mussten die Leitplanken zusammenschrauben. Der größte Wendepunkt in der Formel 1. Egal was passiert, es sollte keinen Grund geben, in einem Rennwagen zu sterben. Fast als hätte man die Gefahr im Griff. Darum ist dieser Sport so großartig. Das ist Pionierarbeit des Autobaus, immer schneller. Wir sind Weltmeister!